Hey Leute, hier ist euer Quarky und so am Start und ich hebe meine Flügel und fliege davon und hiermit ein herzliches Willkommen auf eurem Star Gaming Kanal bei eurem Kevin und mir. Und ja, bevor wir anfangen, seht ihr im Hintergrund ein erspieltes Gameplay von einem Bekannten von Kevin. Genau, von dem Evolution Flexo. Es ist ein 108 zu 16 auf der Map Hijacked. Er spielt Multiteam in Call of Duty Black Ops 2. Er spielt das mit der AN94 und seine Punktserien sind Drohne, Konterdrohne, Orbi. Das heißt, er geht auf Support, auf Nuklear. Aber ich meine, es sind ein paar Nuklear-Fails, aber trotzdem ganz ansehnlich. Und ja, Quarky, was denn unser heutiges Thema? Genau, also wir haben eher gesagt, haben wir zwei Themen, oder wir fassen das einfach mal in eins zusammen, Themen und allgemein, ja, oder Themen, allgemein YouTube, und zwar einmal, wie sind wir zu YouTube gekommen und was halten wir von größeren YouTubern, also, oder wie sind die vielleicht an diese ganzen Abonnenten gekommen? Wir wollen natürlich mit euch darüber reden und halt ein bisschen, ja, euch was erzählen. genau. Ja, da würde ich sagen, fange ich doch einfach mal an. Wie bin ich zu YouTube gekommen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich war früher, boah, das ist bestimmt schon sehr, ist schon sehr, sehr lang her. 3 oder 4 Jahre oder so ist das her. War ich bei einem Kollegen. Und da habe ich mit ihm zusammen Let's Plays geschaut und habe einfach gesagt, ja, hier, das ist ja eigentlich relativ cool. Und da haben wir auch immer irgendwie drauf gefiebert, wenn ein neuer Part kam von dem Let's Play. Das waren früher Gronkh und Sarazar und so Leute. Es hat einfach übel Spaß gemacht zuzuschauen. Da waren die ja selber noch nicht so, so groß oder haben gerade angefangen gehabt. Und ich weiß nicht, ich hatte schon die ganze Zeit so im Hintergedanken, okay, ihr könnt ja mal anfangen, aber dann hat mir irgendjemand gesagt, ja, du brauchst hier eine HDPVR oder irgendeine Capture Card, die kostet so, wenn du eine gute haben willst, 140, 150 Euro. Da habe ich gesagt, okay, kannst du dir jetzt nicht leisten, du bist Schüler. Dann bin ich irgendwann umgezogen nach Rheinland-Pfalz und ja, dann habe ich die Ausbildung begonnen und habe dann irgendwann gesagt, ja, hier vom ersten Ausbildungsgehalt, lass doch einfach mal eine HDPVR kaufen. Da hat die auch noch irgendwie 140 Euro so gekostet. Ich habe die auf Amazon bestellt gehabt. Und dann kam die aber auch relativ schnell. Und ja, da stand die irgendwie auch längere Zeit erstmal in der Ecke, weil ich wollte es eigentlich mit einem Kollegen von mir zusammen machen. Aber mit dem habe ich mich irgendwie gestritten gehabt, weil er auch irgendwie keine Zeit hatte, obwohl er es mit mir aktiv machen wollte. Aber er hatte halt Abitur oder hat jetzt auch noch das Abitur und da hatte ich einfach irgendwie auch keine Lust, das allein zu machen. Ja, verstehe ich. Ist schon. Ja, und dann ja, habe ich mir irgendwann so gedacht, ja komm, du hast ja eigentlich die HDPVR, du hast sie gekauft, die verstaubt hier schon in der Ecke. Lass doch einfach mal mit YouTube anfangen und einfach mal schauen, wie es dir selber Spaß macht. Und wenn es dir Spaß macht, machst du weiter. Und da habe ich auch gemerkt, alleine macht es mir keinen Spaß, deswegen habe ich mir direkt Leute gesucht, mit denen ich Dual Commentaries mache. Und ja, der Haupttyp, mit dem ich das mache, ist natürlich der Quaki. Und ja, Quaki, da kommst du auch direkt dazu. Wie kamst du denn zu YouTube? Genau, also wie kam ich zu YouTube? Natürlich, ich bin im Webbrowser gegangen und habe www.youtube.de eingegeben. Nein, Spaß beiseite, Leute. Und zwar, es fing halt damals an, also der Kevin und ich halt. Wir haben halt, früher haben wir auch schon sehr viel zusammen gezockt und so. Und dann haben wir halt so gedacht, also wir hatten wirklich kaum Kontakt in den letzten Jahren. Doch, Ja, also sind Jahren gewesen, kann man schon sagen. Und ich hab wirklich versucht, den zu erreichen, und dann kam die Pisthöhle endlich mal online, und dann habe ich den sofort angeschrieben, so, jo, was machst du und so, hast mal wieder Bock? Und dann hat er mir gesagt, dass er sich eine Xbox gekauft hat, wo ich natürlich halt auch erstmal so gedacht habe, okay, wie kam es jetzt zu Xbox, hat er mir das halt alles erklärt. Und dann meinte er so, jo, hast du nicht Bock auf YouTube und so? Dann habe ich gesagt, jo, überlege ich mir. Oh, und dann sitze ich jetzt mit ihm hier und drehe ein paar Videos für euch, wenn es euch Genau. gefällt. Und ja, sonst natürlich auch durch YouTuber, ganz klar Danny Burnage und Inscope21 sind auf jeden Fall einer der besten YouTuber von den Deutschen, die ich jetzt bis jetzt kenne. Klar gibt es noch andere, aber ich weiß nicht, ich mag viele deutsche YouTuber nicht. Einfach aus dem Grund, weil es gibt welche, die sind einfach nur auf YouTube fixiert, was auch klar ist, weil es denen vielleicht ihr Beruf ist. Es gibt aber auch welche wieder von der anderen Seite, die gehen mit ihren Abonnenten an, die sagen, ja, ich habe 90.000 Abonnenten und was hast du? Du hast nichts. So, okay, und ja, jetzt wollen wir natürlich versuchen, wie viel wir bekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 50, wenn ich das jetzt richtig gesehen Genau, habe. 48 haben wir derzeit. Genau, und ich hoffe, es steigt noch. Das wäre natürlich geil. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir machen es auch Spaß. Hauptsache, euch gefällt das. Guckt unsere Videos. Guckt Und unsere Videos, guckt sie! richtig,
Immer schön gucken. Und ja, sonst eigentlich gar nicht. Wie bin ich noch zugekommen? Ja, und einfach Hauptsache durch Gaming so. Ja, mir ist jetzt Und noch, mir nicht. ist noch eingefallen, es war ja früher schon so, ich weiß noch, da war ich mal kurz in Bayern. Da war ich ja, glaube ich, auch nur zu Besuch bei meinem Vater, der ist nach Bayern gezogen, wegen der Arbeit. Und da haben wir ja auch irgendwie da waren wir früher in GDD, so ein GTA 4-Clan, so Just for Fun, da waren wir noch voll jung, ne? Da haben wir auch so gedacht, ja, hier komm, lass einfach mal ein Intro machen, wo ich dann noch irgendwie vom Bildschirm aus abgefilmt habe, das eigentlich richtig schlecht war. Ja, Aber stimmt. uns hat's einfach richtig Spaß gemacht trotzdem und uns hat's, ich weiß nicht, also wir hatten einfach Spaß dran, einfach ein Video hochzustellen, auch wenn wir keine Subscriber und so hatten. Wir fanden es einfach cool, einfach mal selber was zu machen, das selber zu erstellen. Ich denke mal, das ist auch das Ziel von vielen YouTubern, einfach so selber was zu machen nebenbei. Also nicht Ja. irgendwie, dass man halt so ein alltägliches Leben so, ja, ich gehe arbeiten, was auch immer, gehe ins Fitnessstudio, gehe mit meinen Kollegen weg, gehe pennen oder so. Dass man selber auch mal irgendwie Leute kennenlernt, die man eigentlich gar nicht wirklich im Real Life kennt. Und einfach auch irgendwie seine eigenen Eindrücke im Internet preisgeben kann, weil das kann man ja eigentlich sonst gar nicht so richtig. Und YouTube ist halt eine sehr, sehr gute Plattform dafür. Und du hast auch schon angesprochen, Danny Burnett ist für dich einer der besten YouTuber in der deutschen Szene. Da muss ich auch direkt sagen, das ist für mich eigentlich auch so. Also ich bin auch durch Danny Burnett dazugekommen zu YouTube, weil ich weiß nicht, also mir gefällt seine Art einfach. Also er hatte dieses, du wurdest verarscht gemacht. Und ich denke mal einfach, das war auch so sein Einstieg. Ich kannte ihn noch, da hat er ganz wenig Abonnenten gehabt. Und jetzt hat er irgendwie 400.000 oder 500.000 oder so, hat er auch schon irgendwie einen Let's Play-Channel und sowas. Und jetzt gucke ich ihn nicht mehr so viel, weil er nicht mehr so viel im Bereich Call of Duty gemacht hat. Jetzt fängt er aber wieder an mit Road to Commander und sowas. Und das ist schon ziemlich cool. Auch Live-Commentaries macht er jetzt, so Live-Gameplays. Und das macht mir wieder richtig Spaß, ihm zuzuschauen. Das war auch so ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, ich bin ja auch zu dem Zeitpunkt Call of Duty-Spieler geworden, wo ich jetzt angefangen habe. Und da habe ich gesagt, okay, komm, den nimmst du dir auch mal so als Vorbild, weil ich weiß nicht, also manche mögen ihn nicht, hast du ja auch schon, glaube ich, gesagt, aber ich weiß nicht, für mich ist Ja. er einfach so ein YouTuber auch, der einfach Spaß selber dran hat, der drauf scheißt auf die andere Meinung, der einfach denkt, okay, ich möchte einfach mal meinen Stuff machen, ich möchte meine Eindrücke, meine Emotionen da vermitteln, ich möchte einfach mal zeigen, was ich so mache über YouTube. Und das ist schon ziemlich cool, auf jeden Fall. Und ich denke auch, wenn man größer auf YouTube werden will, dann muss man so eine persönliche Art aufbauen. Also die hat man nicht immer direkt, würde ich sagen, weil man muss ja auch erstmal irgendwie mit den Subscribern eins werden. Man braucht gute Subscriber, auch Leute, die viewen natürlich. Und dann bekommt man irgendwie so seine eigene Art. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was YouTube auszeichnet. Dass jeder YouTuber, egal wie viele Abonnenten oder sonst was er hat, seine eigene Art vermittelt. Genau, also ich glaube auch ganz ehrlich, also wenn du wirklich einen guten Kontakt mit solchen YouTubern hast, sagen wir jetzt mal angenommen Danny Burnage, und vielleicht sieht er ja unsere Videos und vielleicht kann man ja irgendwie mal, ich meine, jeder hat ja mal klein angefangen, er macht ja auch, hat ja auch mal, macht er das noch? Nee, macht er nicht mehr, aber auf jeden Fall Commentaries mit Elotrix gemacht, was er ja vorher auch nicht gemacht hat. Und ich denke einfach, dadurch sind vielleicht auch noch ein paar Abonnenten gekommen. Ich weiß es nicht genau, was ich mir jetzt allerdings nicht vorstelle, weil ich glaube, die beiden haben Beef zusammen. Keine Ahnung, Ich weiß will ich es jetzt nicht. auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall habe ich da irgendwas gehört, dass die Abonnenten von Elotrix das nicht wollten, dass er mit Danny irgendwas macht, weil Danny irgendwie dumm sein soll oder was weiß ich, ist mir auch egal. Aber auf jeden Fall wäre das mal ein Anfang, wenn man vielleicht mal irgendwann so ein Commentary mit so einem YouTuber macht. Natürlich, ich denke mal, das ist auch irgendwo das Ziel für kleinere YouTuber, einfach mal immer größere YouTuber zu finden, die einen natürlich supporten, mit denen man Videos machen kann, wodurch man einfach auch in der Publik steigt, wo man einfach auch ja, bekannter wird, beliebter wird in der YouTube-Szene. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das heißt, man muss natürlich aktiv Videos bringen, um natürlich überhaupt Abonnenten zu bekommen, würde ich mal sagen. Das ist, denke ich mal, das A und O, eine gute Soundqualität, eine gute Videoqualität im Bereich Gaming und einfach auch interessante Themen. Und da muss man das halt natürlich aktiv durchziehen. Ich meine, natürlich kann man nicht von jetzt auf gleich erwarten, okay, ich habe 48 Abonnenten, lass einfach mal mit jemandem zusammenarbeiten, der 400.000 Abonnenten hat. Der wird auf dich nicht aufmerksam. Der kennt dich nicht, der sieht eine Nachricht hier, Dual Commentary, Fragezeichen oder sowas, im Betreff. Dann ist ja drauf geschissen, den kenne ich nicht, warum soll ich mit dem irgendwas machen? Aber ich denke mal, wenn man Richtig. irgendwann bekannter wird oder auch wenn man nicht mal so wirklich bekannt ist, aber aktiv Videos bringt, die Leute sehen, okay, der ist schon irgendwie ein Jahr dran, hat irgendwie 500 Abonnenten oder so und der macht richtig guten Stuff, den könnten wir ja mal anschreiben. Ich glaube, da kommt man irgendwann hin und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir da irgendwann hinkommen. Und wie gesagt, wir machen das zu Spaß, ne? Ja. Und ja, das würde ich auch sagen, war es eigentlich schon so im Groben und Ganzen, was wir sagen können, wie wir überhaupt zu YouTube gekommen sind. Ich würde sagen, unsere Vorbilder sind natürlich zusammen auch Danny Burns, natürlich auch größere Let's Player oder größere YouTuber im Bereich Gaming, wie natürlich Gronkh, Sarrazin und sowas.
Aber ich weiß nicht, auch so ungespielt und sowas. Ich meine, viele YouTuber machen Minecraft zum Beispiel. Bin ich einfach gar kein Fan von. Deswegen mache ich Ja. das auch im Moment noch nicht. Vielleicht werde ich mal ein paar Minecraft-Videos bringen. Oder Kollege von mir, weil der das spielt. Aber auch nicht so aktiv, ne? Und ja, ich würde sagen, das war's erstmal von uns. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben. Würde mich auf jeden Fall und die Quark natürlich auch super freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis später.